Servus Freunde und hallo und zwar herzlich willkommen zu Live in the Woods ASMR. So, wir starten rein in Live in the Woods. Das Leben im Schwein, wir sind es ja wieder gewohnt. Wir haben ja hier unseren Asian Rice. Haben wir denn so viele da angepflanzt oder hat er sich vermehrt? Der ist einfach mehr geworden. Wir werden erstmal hingehen. Diese Steine hier, wenn ich jetzt wundert, so, warum macht denn... Wir könnten natürlich auch den rissigen Bruchstein hinmachen unten. Ups. Weil es ist ja... Unten spritzt ja immer das Gulli-Wasser hoch und sowas. Wir könnten... Ich habe eine Idee, was wir heute machen. Das machen wir. Wir setzen den Stein, wo er nicht hingehört. Der Stein der Weisen. An den werdet ihr euch noch die Zähne ausbeißen. Nati, willst du mich jetzt verarschen oder was? Wir haben doch schon ein Fenster überall drin, komplett. Was für Fenster? Dass keine Monster kommen? Nati. Mm-mm. Nati, Nati. Die Gitter, das sind keine Gitter. Das sind Glasscheiben drin. Das sind keine Gitter. Das ist ein Fenster. Hier, asiatisches Glas. Super schön, wir haben... Letzte Woche haben wir verschiedene Glassorten ausprobiert, bis wir auf dieses Glas hier gestoßen sind, das richtig schön war. Ja. Findest du nicht schön? Komm, sei ehrlich, pass auf, Nadi. Hier. Dö-dö. Sieht cool aus, von allem von innen. Es geht. Hier. Da sind die Fenster. Guck mal hier. Kaputt gemacht. So, wenn ich jetzt den Schüssel nehme, da gibt es kein schöneres. Hier, da bitte. Das sind hier die, wie wir sie drüben in dem japanischen Gebäude haben. Das ist asiatisch. Das sieht alles aus wie Gitter. Das andere ist klares Glas. Da ist keins, was besser aussieht. Das hatten wir eingesetzt gehabt, das japanische Glas. Man sieht da alles durch. Man kann doch alles durchgucken hier. Das ist Buntglas, altes. Wie es in alten Gasthöfen und so. In alten Tavernen und sowas doch ist. Es gibt doch so alte Weinlokale. Die haben auch so die Fenster. Richtige Fensterscheiben passen da nicht rein. Das ist Mittelalter. Da konnten sich Glasscheiben nur die Reichsten der Reichen leisten. Und der Bogi ist ein ganz armer. Ja, ich lebe hier. Ich bin ja wirklich, ich nag ja am Hungertuch. Das ist ja so im Spiel auch, weil ich muss ja immer hier die ganze Zeit rumlaufen und darauf hoffen, dass meine Kartoffeln mal fertig werden da drüben auf dem Feld. Wir müssen unbedingt mal. Wisst ihr was? Wir können Folgendes machen. Wir könnten uns heute mal daran machen, dass wir die Burger bauen oder sowas, weil wir brauchen ja Hamburger. Damit wir mal überhaupt überleben können. Schaut mal, die Kartoffeln sind erwachsen alle. Die sind alle erwachsen geworden. Ja, das geht so schnell. Aus den kleinen Kindern werden ganz schnell erwachsene Kartoffeln. So, hier müssen wir mal schauen. Ich mache erstmal ein bisschen Platz und jetzt werden wir erstmal Ofenkartoffeln machen. Aufpassen, weil es wieder dunkel wird. Und im Dunkeln ist nicht gut Munk. Was ist denn hier mit dem Feld passiert? Ist da irgendwelche hier reingefallen? Ich sehe es nicht. Nein. Oh, wir sollten schlafen. Wir sollten schlafen. Bevor die Monster kommen. Ist doch wieder was rein. Oh, es ist dunkel. Und überall schön. Man würde sagen hier, wenn einer zuschaut, jetzt so neu reinschaut, denkt er sich so, hey, der Bogi ist reich. Der hat überall Beacons und sowas. Ja, das sind alles die Kreuze, wo ich mal gestorben bin. So, renn ins Bett. Uff, letzte Sekunde wahrscheinlich gerade noch geschafft, weil... 2 Sekunden später wären die Monstren gekommen. So, jetzt haben wir erstmal hier ein bisschen Glasblock. Da, zack. Ja, nein, ich fange jetzt nicht an, das Glas da rein zu lagern. Nee, 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 das machen wir nicht. So, wir haben... Wir sollten mal schauen, was brauchen wir, um Cheeseburger zu bauen. So, Cheeseburger soll unsere Hauptmahlzeit werden. Der Cheeseburger... wird aus dem Hamburger gemacht und aus Käse. So, Käse wird schon schwierig werden. Da brauchen wir Milch von den Kühen und so. Käse. Käse. Okay, Topf kriegen wir hin. Salz kriegen wir auch hin. Milchflasche. Frischmilch oder Sojamilch? Wir können ja auch Sojamilch... Ich hasse Sojamilch, aber wir könnten Sojamilch nehmen, weil ich kann mir vorstellen, dass man Sojamilch... Sojamilch... Also die kann ich hier nicht. Hä?
Käse, ja, ich habe es gesehen, aber Milchflasche, Milcheimer. Warum kann ich nicht sehen, was die nicht sättigende Imbiss? Sojasamen, Sojabohnen. Wie bekomme ich denn aus der Sojabohne die Sojamilch? Okay, was gibt es denn für Soja? Sojabohnenpflanze? Sojabohnen. Wir haben Sojabohnen angepflanzt, glaube ich sogar, oder? Was ist das jetzt gerade hier? Holundersorbet. Okay. Schneebärenpudding. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe das überhaupt nicht angeklickt. Soja. Ich will gerne wissen, wie man die Sojamilch herstellt. Da brauchen wir irgendeine Presse oder sowas. Wir können einfach auch Milch von der Kuh nehmen. Wir sollten mal... Was brauchen wir für den Hamburger? Wir können den Käse erstmal weglassen. Hamburger ohne Käse ist ja auch okay. So, was haben wir hier? Der Hamburger. Musik ist immer noch zu laut, oder? Moment, ich habe sie auch schon so leise gemacht. So, jetzt so. Ups, dann hier. So. Also, wir brauchen eine Bratpfanne, wir brauchen Toast und wir brauchen Tofu. Ach, wir können das sogar hier, wir können den Burger vegan machen, wenn wir das wollten. Wollen wir aber nicht. Wir wollen eine Bratpfanne. Wir machen jetzt mal alles, was wir brauchen. So, wir bauen eine Bratpfanne und einen Stick. Wir bauen eine Bratpfanne aus den Sticks. So, pass mal auf. Warum ist das kein Vollbild mehr? Unser Bild. Wir haben ja unsere Werkbank hier abgebaut. Aber wir haben ja hier drin eine. Wir probieren das jetzt mal. Okay, jetzt haben wir eine Pfanne. So, eine Bratpfanne. Dann haben wir gesehen gehabt, wir brauchen Hamburger. Zwiebel. Ein Zwiebelhamburger ist auch ganz gut. Ach, schaut mal. Ein Zwiebelhamburger ist keine nahrhafte Mahlzeit. Und das ist ja eigentlich Knochenschinken. Fassade aus Knochenschinken. Was ist denn ein Knochenschinken? Was ist Knochenschinken? Ach, ich will gar nicht nachgucken jetzt. Knochenschinken interessiert mich jetzt eigentlich nicht. So, wir haben einen Topf. Wir brauchen Tofu. Nee, wir können Rindfleisch nehmen, aber wir brauchen auch Toast. Ah, Brot wird zu Toast. Okay, das ist gut. Ja, passt mal auf. Wir werden hier Großmeister der Küche. Toast im Ofen wird zu Tofu. Können wir unsere Öfen... Ich glaube, wir haben das Problem, dass wir unsere... Warum kann ich... Wieso kann ich die auf den Ofen nicht benutzen? Gehen die nicht benutzen? Die gehen doch normal benutzen. Wir bräuchten wahrscheinlich... Wir haben ja hier das, was wenn wir da unten drunter Öfen platzieren würden. Anstatt den Schränken. Haben wir Öfen? Warte mal, wir gehen gerade mal an die Werkbank. Wir hauen erstmal den Ingwer rein. Dass es schön scharf wird und sowas. Komm, ess dich voll mit dem Ingwer. Wir brauchen die Öfen unbedingt. Öfen. Wir brauchen noch ein bisschen Platz im Inventar. Und das hier? Andesit. Tschüss mit dir, Andesit. Weg mit dir. Gehen fort. Wir haben noch keinen Weizen unten einsortiert. Das heißt, es bringt uns noch nichts, das reinzumachen. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt Öfen, damit wir mal unsere Brote da herstellen können. Komm, dann mach es einfach mal. Ein Ofen ist halt... Wir brauchen schon zwei... muss ich vorsichtig sein. Zwei Öfen. Wir müssten jetzt eigentlich irgendwas... Ich habe eben überlegt gehabt, ob ich die hier unten entfernen sollte. Dann bleiben oben drauf die Herdplatten vielleicht da und der Ofen ist dann unten drunter. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Das ist dann halt... Bitte, die bleiben nicht oben drüber stehen. Wir testen das mal aus, wie das ausschaut. Ja, es stört auf jeden Fall nicht, oder? Was halt... Hier, die sehen halt cool aus. Ja? Die würde ich jetzt gerne da... Was wir machen könnten, alternativ, wir nehmen diese beiden Öfen und setzen die hier rein, weil wenn wir an zwei Öfen arbeiten wollen... Packt das jetzt beim Durchgehen hier? Nö. Okay. Weil wenn wir jetzt zwei Öfen... Hä, wo bleib ich denn einmal hier? Irgendwo bleib ich hier hängen. Okay, jetzt haben wir natürlich keine Kohle dabei.
Weil wir noch gucken, wo man die Bratpfanne platziert und sowas dann. Komm, wir wollen Toastbrot machen. Wir brauchen hier, ja, genau, wir haben den einfach versagen. Wir nehmen hier einfach den Schrank, oder? Den linken oberen Schrank und packen da dann die Brote rein. Wir sollten jetzt ein bisschen Kohle holen. Kohle sollten wir aber noch genügend unten haben. Dann machen wir auf jeden Fall heute noch dann auch diese Treppen hier mal fertig kriegen. Kohle sollte gelagert sein. Ist da Kohle? Nur die dunklen Ziegel hier. Kohle ist hier unten. Wir haben gar nicht mal... Naja, doch. Wir haben ganze Stacks von Kohle. Machen wir die, füllen wir die mal so auf mit 32, 32 und sind dann in der Lage, auch ein bisschen was zu essen herzustellen. Na komm. Mach uns mal ein bisschen Toastbrot. Wir müssten eigentlich eine Maschine bauen, die das, den Toaster reintransportiert, aber dann müssen wir wieder umbauen hier drin. Ja, ist erstmal egal. Haben wir eigentlich genug Beleuchtung hier innen drin? Wir sollten... Na doch, könnte... Sieht so dunkel aus hier drin. Gut, ist eine dunkle Küche halt. So, jetzt wissen wir ja, wie wir das Hamburger-Dings machen. Wir brauchen jetzt trotzdem noch Tofu. Fester Tofu. Seitan. Seitan, was ist denn das hier? Oh, was ist denn das für ein Zeug alles hier? Wo gibt's denn ungewaschener Seitan? Weil ich würde das ja ganz... Was ist denn Seitan? Was ist Seitan? Seitan? Das sind diese Dinger hier. Aber ich weiß nicht, wie ich sie herstelle. Vegan Option. Das ist extra ein Vegan Mod. Komm, jetzt kommen wir werden Rindfleisch nehmen. Problem ist jetzt natürlich nur... Wir brauchen... Ah, cool. Das geht sogar. Da hauen wir direkt die nächsten Brote rein. Da, zwei Stück. Haben wir noch mehr von den Broten? Nee. Aber da haben wir zumindest schon mal Toastbrot. Gibt Toastbrot mehr Nahrung als das eigentliche Brot? Es gibt eine... Nahrhafte, leichte Mahlzeit? Leichte Mahlzeit. Isaitan, das klingt ja gesund. Ey, Franz, grüß dich. Kohle kann jeder gut gebrauchen. Oh ja, das stimmt, ja. Achso, das ist ein 8er Stack ist dann immer voll. Das heißt, wir können die jetzt mal rausnehmen, packen die jetzt mal hier oben rein. Boah, was ist denn hier mit der Schrank hier? Ist ein bisschen feucht geworden, das Holz beim letzten Sturm oder sowas. Und was war das eben? Das waren Geister! Lasst uns sofort aus diesem Haus hier verschwinden. Ja! Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal einen Geist gesehen habt. So, wir nehmen es erstmal hier oben. Wir werden jetzt ein weiteres Korn abbauen. Beim Zweifel werden wir halt mal ein bisschen Brot herstellen, bevor wir wieder anfangen. Hier, sag mal, das breitet sich doch hier aus. Das war doch letztens. Haben wir eine Hake eigentlich einstecken? Können wir hier oben eine bauen? Wir können erstmal ein paar weitere Ofenkartoffeln in den Ofen rein. Weil das stört mich schon so ein bisschen. Ja doch. Ich wollte mir hier oben eine Gartenhake bauen. Eine Gartenhake macht Spaß. In einer Gartenhake hackst du Gras. Ja, ich denke auch, dass Grashüpfer hier waren. Wobei wir haben komischerweise lange keine mehr gesehen. Gell? Wir hatten, wenn man überlegt, wie wir in der Anfangszeit, wie viele Grashüpfer wir immer hier getötet haben. Hä? Hey? Wieso kann ich das Feld hier? Wieso ging das eben nicht platt hauen? Mal gucken, neben wir hatten noch ein Feld, das kaputt war, drüben bei den Kartoffeln. Hier war auch eins kaputt. Okay, haben wir noch eine einzelne Kartoffel? Ja, doch, kriegen wir hin. Achso, Quatsch, genau, die braucht man ja nicht so. Die pflanzt man ja einfach nur an. So, und dann machen wir hier noch ein bisschen. Nur hier wird es schwieriger. Oh, es wird Nacht. Das ist, weil die blockiert wird durch die Vogelscheuche, durch den Arm der Vogelscheuche. So,
So, wartet mal. 4, haut das hin ungefähr? Da, doch, da geht's. Hier fehlt noch eins. Wir müssen schlafen oben, bevor die Monster kommen. Wenn jetzt irgendwie ein Creeper explodiert, dann ich hätte es verdient, weil ich einfach hier am Rumlullern bin. Ab ins Bett, schnell, 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 schnell. Haben wir Glück gehabt. So, wieder aufstehen und ran ans Tagwerk. Haben wir Monster diesmal hier oben irgendwo bei uns? Oh. Ja, ja. Ey, wenn du auch auf Feld hier rumspringst und sowas, hoffentlich keine Creepies unterwegs oder sowas. So, daneben ging es nicht, aber da haben wir jetzt wieder was angepflanzt. Das sollte erstmal okay sein. So, wir wollten Folgendes machen. Ich hatte vorgehabt eigentlich, ich habe es nicht gesagt, was ich vorhatte. Ich wollte mal gucken draußen nach den Kühen, aber ich habe die Befürchtung, dass die Kühe noch nicht erwachsen sind. Wir hatten ja um Nachwuchs gekümmert. Wir müssten eigentlich ein paar, wir brauchen, wie ist das Tor auch wieder auf? Genau, wegen sowas habt ihr so noch alle oder was? Hier, macht euch weg hier, das ist, hier ist kein, was ist das für einer? Wer bist denn du? Ein Werwolf läuft hier rum. Ganz ehrlich? No! Na doch. No! Der sieht ganz witzig aus. Ich würde ihn ja ganz gerne zum Wolf hier runter machen. Wir können mal wieder ein paar Safari-Netze fangen. Der sieht lustig aus, oder? Vor allem, weil der so zerfetzte Klamotten anhat. Der wird super ins Gefängnis unten reinpassen. Die Frage ist, wird er den Villager töten oder nicht? Weil wir können ihn jetzt nicht hier stehen lassen. Wir können ihn nicht hier stehen lassen, weil er despawnt. So wird's gemacht. So wird's gemacht, mein Freund. So, und was haben wir denn? Was hat denn der einstecken gehabt? Ne, Zombiefleisch. Wollt ihr Zombiefleisch fressen? Ne, eher nicht. Aber die Hunde fressen Zombiefleisch. So, kommt mal her. Schaut mal. Mm. Ihr seid schon. Okay. Ja. Das eine muss groß werden erst. Wir brauchen halt definitiv mehr Schafe. Wir können aber die Hütte auch mal weiterbauen. Schafe. Ich würde trotzdem gerne wissen, wo sind die Schafe hin? Die konnten doch nicht einfach hier verschwinden, die Schafe. Ich verstehe es nicht. Die Monster, die Mauer neben muss auch noch eins hochgemacht werden. Mal gucken, wenn wir gerade schon hier sind. Ach, wir waren richtig effektiv diese Runde hier wieder. Voll viele gebaut und sowas, die Straße repariert. Das war toll. Wir sollten die hier. Wobei, die ist 3 Blöcke hoch. Das ist eigentlich auch ausreichend, oder? Ja. Nein! Nein! Verdammt nochmal. Ich hab's überlebt, aber. Ich muss jetzt mal gerade gucken. Verdammt nochmal. Ja, eben baue ich noch, repariere ich noch was. Ja, es ist Tag. Verpisst euch doch einfach mal hier. Mann. Jetzt kann ich wieder alles hier verbessern. Ah. Vielleicht ist auch irgendwie draußen Blitz eingeschlagen, hat die ganzen Tiere getötet im Gehege oder sowas. Ich würde es nicht mal ausschließen. Keine Ahnung, was da gewesen ist. Wir werden es niemals erfahren. Das weiß nur der Minecraft-Gott, was da passiert ist. Der Bogi weiß es nicht. So. Okay, dankeschön. So, Boden repariert. Oder? So, was ist ich? Keine Ahnung. So, natürlich sieht es jetzt aus. Zack. Naja, wenn wir gerade so die Sache gewachsen ist, dann geht's vielleicht. So, hä? Weil das ist wieder. Ich will das eigentlich nicht, dass es hier so niedrig ist. Aber ich stecke einen Pfeil in meinem Kopf. Ich sehe das mal im Schatten. Wenn man. Die blöde Kuh. Hier kommt das Sprichwort her, die blöde Kuh. Wenn die blöde Kuh doch mal wenigstens jetzt erwachsen werden würde, dass wir die mal vermehren können, dann hätten wir 4 Erwachsene und können wieder 2. Wir brauchen das Rindfleisch und wir können jetzt momentan
Ohne Rindfleisch müssen wir uns wirklich mal Gedanken um Tofu machen. Und Tofu wird doch mit der Tofu-Presse gemacht. Das Tofu? Nee, das ist Farbstoff. Tofu. Ich hasse Tofu. Warum soll ich das jetzt machen? Seitentofu oder fester Tofu? Nee, das sind nur die. Das sind die Zutaten, die man da rausbauen kann. Aber nicht wie er selber gebaut wird. Tofu. Haben wir. Was ist das? Brombeerplunder. Hör mal auf mit dem Plunder. Haben wir Tofu vielleicht sogar? Wir haben doch Tapok-Tuft. Kann man daraus Tofu. Kann man aus Tapok-Tuft Tofu herstellen? Tofu wird doch aus Sojasamen gemacht, oder? Ingwerpflanze? Haben wir Soja angepflanzt? Das fangen wir mal so an. Erbsen. Neben, das ist Spargel, oder? Wir haben. Was ist denn eigentlich? Sollen wir das Feld. Wir brauchen ja für ein Feld. Wir hatten die Felder so 2-2. Was ist denn, wenn wir das Feld hier erweitern? Es wird ja hier aufgehen. Unsere Felder sind immer zwei Streifen breit. Wenn wir hier zwei Streifen. Ist es gut, dass wir den Grünstreifen hier neben haben? Oder sollten wir noch eher ein Feld hinmachen? Weil wir könnten. Wie weit muss es von der Wasserquelle weg sein? Vier Felder? Braucht man die Wasserquelle, wenn wir in gedüngten Boden nehmen, brauchen wir keine Wasserquelle, oder? Das heißt, wir könnten doch eigentlich hier aus Kompost können wir auch Erde machen, oder? Zeig mir, was ich aus Kompost machen kann. Wie heißt das Ding? Das ist Kompost. 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 Oh, das können wir auch gleich in der nächsten Folge machen. Kompost, Kompost, Kompost. Wie baue ich denn diese kompostierte Erde? Pass auf, wir testen das jetzt mal. Geht es vielleicht einfach so? Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß wie. Gartensäulen, Und der braucht kein Wasser, oder? Der kommt ohne Wasserquelle aus. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen mehr kompostieren. Kann man Knochen will ich nicht kompostieren, aber wir könnten eigentlich ein paar Erzeugnisse des Gartens halt immer reinschmeißen zum Kompostieren. Ist zwar eigentlich schade, weil wir das Essen eigentlich Blödsinn, was ich da mache, weil wir brauchen das Essen selbst, aber wir haben ja genug Ofenkartoffeln erstmal momentan. Dann würde ich hingehen und würde das Feld einfach um, wir haben hier Eichenholz. Ich würde es um zwei Felder erweitern. Das heißt, wir würden nochmal hier Eichenholz hinziehen, hätten trotzdem nebendran noch einen Grünstreifen. Und wir hätten sogar die Möglichkeit, wenn wir das wollten, könnten wir hier nebendran auch noch ein Feld hinmachen. Wir brauchen auf jeden Fall Kompost. Komm, wir kompostieren noch ein bisschen das Zombiefleisch. Das gibt es bestimmt auch kompostieren, oder? Es stinkt auf jeden Fall. Und zwar stinkt es in der nächsten Folge. Denn wir sehen uns wieder bei Live in der Wurzel in der nächsten Folge. Und vielen Dank fürs Einschalten. Also meine Freunde, bis dann. Ciao.